Hallo zusammen, dies sind die Benoit News vom 14. Juni 2013. Ja, ich dachte mir, es wäre mal an der Zeit, ein kleines Update zu machen, nachdem ich jetzt mit Dungeon Keeper 2, meinem ersten Projekt, durch bin. Naja, abgesehen von DLC Quest, aber das war nur ein kleines Nebenprojekt, das ich aus Spaß gemacht habe und um das Kommentieren noch ein bisschen zu üben. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Also, zuerst möchte ich euch einen kleinen Ausblick auf meine nächsten Projekte geben. Jetzt, nachdem Dungeon Keeper 2 vorbei ist, beginne ich mit einem Let's Play von Legend of Grimrock. Für die, die es nicht kennen, das ist ein Dungeon Crawler, so ähnlich wie Dungeon Master, das Urgestein der Dungeon Crawler Spiele, oder Eye of the Beholder, wer diese Titel kennt. Ich spiele jetzt aber nicht das Hauptspiel selber, da ich das schon mehrmals durchgespielt habe und dadurch schon fast auswendig kenne. Ich habe mir deswegen die Master Quest Mod besorgt. Das ist eine Mod von einem Grimrock, die von einem Grimrock Fan erstellt wurde. Eigentlich ist es immer noch wie das Hauptspiel, also dieselbe Geschichte und derselbe Dungeon, aber der Modmacher hat den Dungeon eben verändert. Hat, nach dem, was ich gelesen habe, Gänge gespiegelt und neue Rätsel eingebaut oder alte Rätsel eben verändert. Deswegen ist es nicht mehr ganz so dasselbe wie das Hauptspiel, aber ich kenne das Spiel ja halt, deswegen kann man sagen, ich mache, es ist ein semi-blind Let's Play. Ja. Das nächste neue Projekt, was ich ankündigen möchte, das kommt nach meinem Drakensang-Let's Play. Und zwar spiele ich dann A Game of Dwarves. Das hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit Dungeon Keeper. Aber es ist weniger eine Göttersimulation, mehr eine Königssimulation, so ähnlich wie Majesty, wem dieser Titel etwas sagt. Also man muss in dem Spiel sein Zwergenkönigreich regieren, seine Zwerge zum Arbeiten bringen und sie mit Nahrung versorgen, Minen graben und so weiter. Und sie zufriedenstellen eben. Ja, ich hoffe, ihr findet Gefallen dann an diesen beiden Projekten und gebt mir auch Feedback dazu. Das nächste, was ich in diesen News ansprechen möchte, ich habe zwei kleine Umfragen. Also zum einen ein Projekt, was ich mir den Kopf, was ich mir so überlegt habe, wo ich mir aber nicht sicher bin, ob ich es machen soll. Und zwar möchte ich, geht es um das Spiel Faes. Das ist ein 2D-Jump'n'Run-Spiel, das aber mit einer besonderen Spielmechanik. Und zwar ist die Welt in Wirklichkeit 3D und man kann sie halt immer um 90 Grad drehen. Ja gut, wenn ich das so jetzt hier nur so beschreibe, klingt das ein bisschen komisch. Man muss es schon gesehen haben, um zu verstehen, was ich meine. Und zwar hatte ich mir überlegt, von dem Spiel ein Let's Clear zu machen, also einen 100% Run. Aber ich bin mir noch nicht wirklich sicher, ob ich das machen soll. Zum einen passt Faes ja nicht so richtig in mein Kanalschema, da ich ja eigentlich ein Rollenspieler bin und Faes eher ein Jump'n'Run ist. Und zum anderen könnte ich mir denken, dass ein 100% Run davon sich ziemlich in die Länge ziehen könnte und vielleicht ein bisschen langweilig werden könnte, wenn ich da zu lange irgendwo festhänge. Aber deswegen dachte ich mir halt, ich mach mal hier eine kleine Umfrage deswegen und ihr könnt mir dann ja in die Comments schreiben, was ihr meint, ob ihr möchtet, dass ich das Let's Play oder nicht. Wenn ihr der Meinung seid, wenn genug der Meinung sind, dass ich es Let's Playen sollte, dann werde ich das wahrscheinlich dann an Grimrock dann hinten dran hängen, also wenn mein Grimrock Let's Play vorbei ist. Denn so viele Hauptprojekte möchte ich nicht auf einmal haben. Und ein 100% Run ist ja halt kein kleines Nebenprojekt. Die zweite Umfrage, die ich hätte, das wäre das Thema Stream. Und zwar, ja, es ist vielleicht ein bisschen früh, jetzt noch über Streams zu reden. Aber ich hätte gerne mal ein bisschen einen besseren Draht zu meiner Community. Und zwar dachte ich mir, ich möchte wenigstens 5 Zuschauer haben bei meinem ersten Stream, dass ich wenigstens auch jemanden habe, mit der im Chat was schreibt und nicht nur ich selber für mich alleine das streame. Da kann ich auch gleich ein Let's Play machen. Aber ja, 5 Zuschauer hätte ich wenigstens schon gerne. Und wenn ich streame, dann hätte ich schon 2 Titel zur Auswahl. Und zwar würde ich entweder Legends of Zelda Link's Awakening spielen, also den alten Gameboy-Titel. Das ist eigentlich so mal gesehen mein Lieblings-Zelda von allen Teilen, die ich bis jetzt gespielt habe.
Oder halt Secret of Evermore. Das ist ein altes RPG für den Super Nintendo. Also passt eigentlich beides ganz gut so in meine Spieleauswahl rein. Auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt auf einen Stream, schreibt mir in die Kommentare und dann werde ich ja sehen, wie viele sich melden und dann gucke ich mal, ob ich einen Stream machen werde. Wenn nicht, dann ist es halt schade. Aber gut. Das letzte, was ich noch ansprechen möchte, diesen News, was wahrscheinlich kaum jemanden betrifft, der sich die News ansieht. Und zwar, ich habe schon mehrere PMs von Leuten bekommen und die PMs, sind etwas komisch, weil die Leute zuerst da meinen Kanal in den höchsten Tönen loben, was ich ihnen irgendwie nicht ganz abkaufe, weil mein Kanal auch ziemlich neu ist und ich noch nicht gerade der beste Let's Player der Welt bin, was ich nie sein werde natürlich, weil ich das nur als Hobby mache. Aber auf jeden Fall, sie loben meinen Kanal und sagen, sie abonnieren mich, nur um im nächsten Satz dann zu schreiben, ich sollte doch auf ihren Kanal gucken und sie auch abonnieren. Das sind wirklich solche Pusher-PMs, wo Leute mich abonnieren, dass ich sie auch abonniere. Und ganz ehrlich, Leute, ich sag dazu, bitte lasst es. Solche PMs lösche ich meistens kommentarlos, weil ich so auf sowas nicht eingehe. Wenn ich Let's Plays gucke, dann gucke ich die Let's Plays, die mir gefallen und die nach meinem Geschmack sind, auch was die Let's Player angeht. Ich bin da so der Out of Ordinary, also der, wer das Ungewöhnliche guckt, also Nischenspiele und auch Let's Player mit ihrem eigenen Let's Play-Stil. Also ich gucke kaum, eigentlich fast gar kein Mainstream und Shooter sowieso nicht. Ich bin nicht der Shooter-Mensch. Deswegen, die von euch, die mich nur abonniert haben, dass ich sie auch abonniere, ihr könnt euer Abo nur ruhig zurücknehmen. Ich werde euch nicht nur deswegen abonnieren. Das, so einer bin ich nicht. Aber für die, wirklich diejenigen, denen meine Let's Plays gefallen und die mir was schreiben wollen, schreibt bitte unter die Videos Kommentare zu den Videos selber. Darüber würde ich mich eher freuen als über solche komischen PMs. Ihr könnt von mir aus Lob schreiben, Kritik oder auch irgendwelches Fun-Zeug, solange ihr nicht hier rumtrollt. Ja. Wie gesagt, da freue ich mich über solche Kommentare, freue ich mich immer und wenn ich Zeit habe dazu, werde ich auch darauf antworten. Und bitte lasst dann, wenn ihr wirklich Kritik schreibt, solche Kommentare wie ich brauche ein neues Mikrofon oder mein Mikrofon wäre Mist. Darüber bin ich mir selber klar, dass mein Headset schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aber mir fehlt im Augenblick leider das Geld dazu, mir ein wirklich gescheites Headset zu kaufen, wo ich ein gescheites Mikrofon dran habe, deswegen muss ich noch eine Weile mit dem Headset leben. Und außerdem liegt das nicht nur am Headset wahrscheinlich, sondern auch an mir selber, an meiner Stimme, die ist nämlich von Natur aus ziemlich ruhig. Manche würden vielleicht wahrscheinlich sagen, ich würde emotionslos klingen, aber man kriegt mich einfach nicht so leicht aus der Ruhe. Außer vielleicht, man bringt mich zum Lachen oder Verzweifeln, wie man es manchmal, vor allem im Dungeon Keeper teilweise gesehen hat. Aber aggressiv oder reizen, sowas schafft man selten bei mir. Außer natürlich, ich spiele GTA Vice City. Aber das spiele ich schon seit langen Jahren nicht mehr. Hust, hust. Ja, gut, bevor ich hier weiter vom Thema abschweife. Ja, das war's dann soweit mit meinen News. Ich hoffe, dass wir uns dann bei meinen aktuellen und künftigen Projekten wiedersehen. Bis dann.